So, na dann, seid gegrüßt mit dem Zwerg genommen, aber zu denken zu einem neuen Netztest. Ja, der liebe Mordi hat mir was empfohlen. Der, mein Lieblingsbayer hier. eine Bayern-Geschichte. Wir spielen hier das Bayern-Spiel. Bayern das Spiel. Bayern im 19. Jahrhundert. Wie es glaube ich war. Bavarian Tale, totgeschwiegen. Demo von der Gamescom 2022. Das ist, wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich auf YouTube. Schon eine Weile her. Die Gamescom. Aber wir starten trotzdem ein neues Spiel. Schauen uns mal an, was dieses Spiel so zu bieten hat. Auf geht's. Gab es leider nicht in deutscher Sprachausgabe, aber ja. Schmidt, Sie reisen bitte schon unverzüglich nach, wie heißt es gleich, Niederwolpertshofen. Ich weiß selbst nicht genau, wo das ist. Irgendwo auf dem Land eben. Transfer und Logis sind bereits organisiert. Untergebracht sind Sie im Wirtshaus, das ist scheinbar in der Nähe der Kirche. In diesen kleinen Ortschaften ist am Ende doch alles in der Nähe der Kirche. Finden Sie die, finden Sie auch den Rest. Jedenfalls ist Herr Griesbacher, der dortige Bürgermeister, informiert. An sich ergänzen Sie lediglich die lückenhaften Physikatsberichte vom Kollegen Drechsler. Sie laufen im Ort herum und fragen die Leute nach ihren Verhältnissen und das notieren und berichten sie. Und zwar zügig und vor allem vollständig. Sie brauchen sich nicht zurück in die Stadt trauen, solange nicht jede Einzelheit zu den Menschen in diesem Ort erfasst ist. Und dass mir ja keine Beschwerden kommen, Schmidt, ich verlasse mich auf Sie. Gezeichnet Haller. Okay, wie ihr hört hier die bayerische Sprachausgabe. Deutsch gab es leider nicht. Gab es nur auf Bayerisch und auf Englisch, also ja. Jetzt haben wir hier einen Wartebalken. Wir warten. Auf dem Weg nach Wolpertshofen. Da holpert es wahrscheinlich ein bisschen. Okay. Das sind wir. Questlog. Ja. Ankunft im Ort. Sollte dem Weg folgen, er sollte mich direkt nach Wolpertshofen bringen. Okay, also. Können wir mitnehmen. Und mit jetzt hier ausrüsten. Montag, der 10. September 1866. Ah, da wissen wir, wo das spielt. Hüpfen können wir nicht. Ich will hier mich ein bisschen umgucken. Die Fahrt noch lang. Oha. Liegt doch was. Ein Beutel. Ein ranziger Beutel. Als du ihn dir anschaust, entdeckst du einen Brief und etwas Geld. Gab es irgendwo einen Baumstamm, wo wir rüber konnten? Eventuell. Nein, sieht nicht so aus, als ob wir da hoch könnten. Okay, na dann, willkommen zu Bayern das Spiel. Ist einer. Ein Junge. Ein Junge steht zwischen den Bäumen und schaut sich um. Grüß Gott, junger Mann, weil Schmidt mein Name. Was machst du denn allein hier draußen im Wald?
Ich so Schwammerl? Ja, Schwammerl. Sie sind wohl nicht von da. Pilze such ich. Sind Sie etwa ein Zugroster? Ein Zugereister, ein Zugezogener. Aha, verstanden. Hm. Ah, da ist auch nicht viel besser. Da bleibe ich lieber draußen. Da findet man immer wieder Sachen, die man sich nicht erklären kann. Vorhin zum Beispiel. Aha. Da hab ich beim guten Sebastian auf dem Hof gesehen, wie ein Vogel einen Wurm aus dem Boden gezogen hat. Und wissen's, was ich mir da gedacht hab? Ich hab mich gefragt, warum's jetzt genau den Wurm erwischt hat. Wer entscheidet es denn? Das ist eine sehr philosophische Frage. Ich frag mich, fressen, ob ich darauf jemals eine gute Antwort krieg. Irgendwie fürchte ich mich auch vor ihr. Aber jetzt suche ich gerade keine Antwort. Jetzt suche ich leckere Schwammerl. So wie die von der Mama immer gewesen sind. Daten sie mir auch ein paar Schwammerl suchen. Gibt ja Leute, die sagen, dass die geheime Kräfte haben. Also, die Schwammerl, nicht die Leute. Ich glaub, 10 Schwammerl sind ein guter Anfang. Let's go, Sidequest. Wenn Sie den Vater sehen, sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich da bin. Ich will nicht schon wieder Erwatschen kassieren. Ja. Nur noch Informationen sammeln. Und ihn dann. Oh, Pilze sammeln. Ja, ein Sachse spielt ein Bayern-Spiel. Das kann ja nur großartig werden. Also eigentlich Sachsen-Anhaltiner ist also noch schlimmer. Das ist also ein Sachsen-Anhaltiner, der in Sachsen lebt, spielt ein Bayern-Spiel. Haltet euch fest. Das kann nur pures Chaos werden. Okay, wir haben einen Pilz gesammelt. Okay, gehen wir nochmal tiefer in den Wald rein. Ein paar Pilze sammeln. 2, 3, 4. Fünf. Sechs. Sieben. Kiste können wir nicht öffnen. 8, 9, Nummer 10 finden wir auch noch irgendwo. So, wo ist unser Inventar? Wie kommen wir da hin? Du im Prinzip. Okay, 9 Steinpilz und ein Fliegenpilz. Okay, vielleicht kriegen wir noch einen Steinpilz. Okay, 10 Steinpilze und einen Fliegenpilz. Nummer 11. 12. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, Nummer 20 läuft uns auch noch über den Weg. Ein Schaufelclown. Steinpilze. Fantastisch. Dann mal zurück. Ja, die Laufgerüche sind noch so ein bisschen, naja, ich weiß nicht. 21. Zwang's doch mal her, die Burschen. Toll, echte Prachtschwammerl. Und wissen's, was das Beste ist? Schwammerl sind so... Na, was auch nicht. Wenn ich Schwammerl ist, für ich mich immer gleich besser. Probieren Sie es später doch auch einmal. Und was Sie auch einmal probieren sollten, ist das Schwammelragout von der Kathi im Wirtshaus. Das schmeckt, sag ich Erna. Da werden Sie staunen. Okay. Junge, schaut zu dir auf. Okay, Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt sag Eichkätzchen Schweif. Alles klar. Mehr Pilze. Eine Wache. An der Stelle, an der der Feldweg über eine Brücke in den Ort hineinführt, stehen zwei Männer und unterhalten sich. Wer kann jetzt das sein? Au, wie Zwick. Monsters ist er. Na, das glaube ich nicht. So schaut doch kein Räuber aus. Woher willst du das auf einmal wissen? Hast du den schon mal gesehen, den Pasqualini? Kommt der zum Karteln zu dir oder was? Lieber einmal vorsichtig, als einmal leichtsinnig. Na, ich würfel lieber als zu karteln. Würfel habe ich immer da. Jetzt hör auf mit deinen blöden Würfel. Dauernd liegst mir damit in die Ohren. Magst er mir jetzt damit auch noch auf die Nerven gehen? Jetzt zieh die nicht so. Komm, sprüh mal eine Runde. Okay, eine Runde. Prinzipiell ist recht einfach. Eine Runde würfeln. Sie müssen nur einen höheren Wert würfeln als die Schwierigkeit. Aber probieren's halt einmal. An Rest erkläre ich im Spiel. Okay. Roll 20. Sixties, geht doch. Schon gewonnen. Und wenn Sie ein schlechteres Ergebnis beim Würfeln haben, können Sie das mit der entsprechenden Fertigkeit ausgleichen. Aber... wenn einer die Fertigkeitspunkte ausgehen, haben sie halt verloren. Pech. Aha. Oha. Jetzt langsam verloren, mit dem Schmarrn. Wir sind im Dienst. Was wollen sie denn überhaupt? Na, was schmeckt so, wenn du das Ding umschickst? Corner kommt hinein oder raus. Ah, du nicht. Das ist eine Anweisung vom Bürgermeister Griesbacher. Aber... hört man schlecht bei euch in der Stadt. Das geht halt nicht. Kimmst halt woanders wieder. Da kann man jetzt nichts machen. Lerne dich, was ich rede. Ich bin kein Räuber. Ah, Bertel. Er sagt, er ist gar kein Räuber. Jetzt sei Start. Welcher normale Mensch leicht denn so im Wald umeinander? Wir wissen ja nichts über den. Kimmt da einfach so der Herrstrawanst? Wir kennen den beide nicht und darum kommt er da auch nicht rein. Und gewürfelt wird er auch nicht mehr. Okay, Sie beiden hören jetzt mal gut zu. Ich habe Anweisungen von ganz oben und rate Ihnen, tunlichst meinen Weg frei zu machen. Dann frage ich mich hier jedoch, ob ich hier draußen überhaupt sicher bin, wenn so Räuber wirklich so gefährlich sind. Was würde die Bürgermeister dann sagen, wenn mir etwas zustößt? Sie fragen sich, ob ich ein Räuber bin. Ich frage mich, ob wir überhaupt sind.
ist die Existenz nur eine Illusion in der Wirren der Zeit. Du, sag einmal, wenn er jetzt wirklich von der Regierung ist, dann ist mir das jetzt auch wurscht. Unbeeindruckt bleiben die Männer stehen und bewegen sich keinen Schritt weiter. Ja. Ich gehe einfach durch. Okay. Das Fass besiegen. Hätte fast was von Pen and Paper. Sehr schön. Das wurde hier nur hergerollt. Ich könnte es sicher einfach zur Seite rollen. Dafür muss ich nur die beiden Wachen loswerden. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Ein Fass versperrt den Weg. Eine Brezel. Okay, wie können wir die ablenken? Für irgendwas ins Feuer werfen? Ein Fliegenpilz ins Feuer werfen? Okay. Das hätte nur halb so geklappt. Okay. Wunderhübsch. Können wir die irgendwie ablenken? Das Tor ist geschlossen. Mit drüber springen kann man nicht. Vielleicht können wir den Kleinen bitten, uns die abzulenken. Die Wachen an der Brücke lassen mich nicht in den Ort. Wie bist du denn an Wachen vorbeigekommen? Mit einem ganz starken Ablenkungsmanöver. Und dann heimlich vorbeischleichen. Sie sollten herausfinden, ob es was gibt, mit dem sie die Wachen ablenken können. Gehen's mal hin und hören's, ob's die Wachen belauschen können. Natürlich ganz heimlich. Da drüben geht ein Weg rein. Ihr habt da einen Schlüssel für das Tor. Aha. Den hat der Müller wohl stecken lassen. Dann habe ich ihn eingesteckt. Hat er eben Pech gehabt? Aber sie haben Glück gehabt. Am Ende vom Weg kommen sie zu einer Scheune bei der Brücken. Da ist zum Beispiel ein gutes Gebüsch zum Verstecken und die Wachen zum Belauschen. Kommen sie zurück, wenn sie was erreicht haben. Viel Glück! Okay. Wir haben einen Schlüssel. Für das Tor hier. Mal sneaken. Stay off game. Das Spiel ist bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ernst, du glaubst, die Pascolini-Bagage. Wir haben noch nur zwei Pilze. Du meinst, die sind vom Dachauer Moos bis nach Wolpertshofen gezogen? Ja, bei uns gibt's da nichts zum Heuen. Naja, man kennt ja das Reibergschwerl. Wir schneiden dafür einen Pfennig an Holz auf.
Der Donisel hat erzählt, dass der Pascolini einmal am Moos einen Bimbus mit einer Dose abgeschnitten hat. Nur weil er einen blöd im Weg umeinander gestanden ist. Der Donisel hat gesagt, dass er sich einmal selbst einen Knopf von der Hose abgerissen hat. Obwohl er nur blöd am Weg umeinander gestanden ist. So ein Brutzkopf. Sogar beim blöd umeinander stehen macht er Sachen kaputt. Wurscht, ich mag trotzdem nicht von Pascolini erwischt werden. Ja, da magst du recht haben. Gibt besser, als von denen bläden Banditen abglurrt und herkaut zu werden. Ankunft im Ort. Ah, okay. Dann schleichen wir mal zum Jungen zurück. Wir schleichen jetzt einfach den ganzen Weg, die ganze Zeit. Gar nicht seltsam. Okay. Oh ja, die Pascolinis. Die Band treibt so manchen im Ort braune Flecken in Hosen. Ich glaube, da muss noch ein Kabaks gefixt werden. Das mit den Pilzen, das jetzt ein, hier. Dass ich vor kurzem einen Zettel gefunden habe, auf dem der Pascolini zum Singen war. Der ist da noch irgendwo. Da stehen bestimmt einige Informationen drauf, die man nutzen kann. Ich bin gerade aber nimmer sicher, wo der ist. Schauen's erna mal bittschön um. Aber schauen's erna sehr genau um. Verstehen's? Sehr, als ich den das letzte Mal gesehen hab, da stand ich da drüben beim Fassel. Mehr weiß ich aber auch nimmer. Stehen's erna da mal hin. Vielleicht haben's Glück und finden den. Wenn's ihn finden, dann bringen sie ihn mir bitte. Als kleines Dankeschön kriegst du von mir erst einmal 3 Brezen. Die sind lecker und helfen bestimmt beim Sucher. Jetzt habe ich irgendwie Hunger auf Brezen. Schaut zu dir auf, ja, ist nicht schwierig. Hier soll's irgendwo stecken. Pass auf Farben und Kreisch auf. Okay. Hier sind wir auf dem Holzweg. Das war nix. Hat nur Konzentration gekostet. Okay. Das war nix. Hat nur Konzentration gekostet. Hier sind wir auf dem Holzweg. Okay. Wenn du dich nimmer konzentrieren kannst, ist er Brezen. Nun hat mich gebeten, einen Steckbrief zu finden. Und dann das Fass umgucken. Okay, komm, jetzt hier unten umgucken. Pass auf Farben und Kreisch auf. Hörst du das? Hier muss sein. Da war dies ist zwar nicht der Steckbrief, aber Schwammerl sind immer gut. Dies war nix. Hat nur Konzentration gekost. Hier sind wir auf dem Holzweg. Da willst du essen. Da war doch was. Super! Das ist ja der Steckbrief. Hier gefunden. Okay, Hallöchen. Ja, super. Dann schauen Sie mal auf den Zettel. Da findet man mit Sicherheit was, das man nutzen kann, um die Wachen zum Vertreiben. Okay, cool, können wir drücken. Den Steckbrief untersuchen. Ich fahre immer mit dem Finger über die Zeilen. Dann ist einfacher. Ah ja. Besucht wird der Räuber Johann Pascolini mit
seiner Bande, dem Gesuchten, liegen mehrere Verbrechen zur Last, darunter Viehdiebstahl, Untreue, Einbruch und Trickbetrügerei. Entkamen der Inhaftierung und ist auf der Flucht. Der Gesuchte ist von großer Statur, dünn und mit hoher Stirn. Ja. Und versuchen wir es mal. Okay, mit denen können wir nichts mehr machen. Ja. Wenn du dich nimmer konzentrieren kannst, ist er Brezen. Mach ich jetzt, aber was genau sollen wir jetzt hier noch tun? Der Charakterbogen. 6 auf alles. Alles klar. Steckbrief nochmal genau untersuchen. Meindl, wenn du wirklich Teil der Bande sein willst, dann musst du den vollen Auftrag erledigen. Im Ort gibt es einen Viehhof und wir brauchen dringend etwas zu futtern. Du musst eine der Kühe stehlen. Wenn es Stress gibt, dann zieh dich demjenigen mit dem Knüppel über. Zeige keine Kompromisse. Mir wäre es lieber, wenn von denen einer gibt als uns. Wir brauchen jeden Mann. Im Beutel ist etwas Geld. Im Notfall sagst du, dass du dich bei weitem Spaziergang gelaufen hast und jetzt erstmal im Wirtshaus saufen musst. Auf den Schock. Okay, was fehlt hier noch was? Und das fehlt hier noch. Okay, haben wir untersucht. Jetzt weiß ich, wie er aussieht, wie soll dem Jungen einen Plan schmieden. Okay. Der Junge. Perfekt. Da hab ich direkt eine Idee. Ich kann die Wachen vorspulen, dass die Pascolinis einer überfallen wollen. Dann laufen die zwar bestimmt davon und sie können ungesehen in den Ort schleichen. Dazu müssen sie mir aber ein paar Sachen bringen. Ich glaube, dass sie mit ein paar Stecker zurechtkomme. 4 Stecker waren gut. Okay. Das ist nicht so einfach. Ich brach nämlich schöne Stecker. Die müssen schon was ausholen. Nicht so windige Zweigerl. An der Mui finden sie bestimmt ein schönes Heiz. Die müssen heute halt aufpassen, dass die Wachen sie nicht erwischen. Das Tor ist kaputt. Wenn sie unten da in der Mitte einmal gescheit dagegen drin, geht's auf. Unten am Wasser fährt ein Pfad lang, an dem viele Buschen wachsen mit schönen Blätten. Da kann man sie super verstecken. Da sandeln auch überall so Burschen rum. Einer von denen ist echt ein zacher Hund. Der haut einer mit Ohrenschlag zurück in die Stadt. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden. Oder ob. Haben sie denn keine Brezen dabei? Dann essen sie erstmal was. Okay. 4 Stück an der Mühle besorgen. Alles klar. Füßes würfeln. Oha.
Das wird nichts. Nicht geschafft. Die Schwachstelle hat nur eine 1, deswegen. Geschafft. Interessant. Da muss Monty mal ein Pen Paper draus machen. Mich umschauen. Nochmal Sticky. Den Sticker können wir mit R machen. Die Mühle. Müssen wir Stöcker sammeln. Krieg ich hier schnell durch. Pilze. Okay, Stealth Game. Sieh bloß kaum was aus dem Busch heraus. Aha. Das ist ein Stock. Stock. Muss irgendwo noch ein zweiter sein. Wie war das mit dem Umschauen? Wache Bärtel. Hätte ich doch was geworfen. F. Ich habe aber nicht mehr genug Brezeln für noch zwei weitere. So deine Prinzessin, die ich nicht habe. Hm.
Das bringt nichts. Da ist er, der Lump! Verdammt! Da ist er, der Lump! Keine Prügelei. So muss das. Ratz. Ich hab The Witcher 3 gespielt. Ich weiß, wie Prügeleien gehen. Der geht ja da unten. Müssen wir uns noch irgendwie eine Breze besorgen. Ich frag mal den Jungen, ob der noch eine Breze hat. Haben Sie denn keine Brezen dabei? Das kann man sich ja nicht anschauen. Da bitte, ich hab immer... Ah ja. Zwei Brezen. Hier war irgendwo was. So gedreht ist hier noch nichts. Das ist schlecht. Zeichen Pilz gefunden. Ist ja fantastisch. Hier im Stock brauche ich glaube ich noch die Quest. Yep. Eine Pilze haben wir noch. Und ich muss mich nochmal dahinter schleichen. Okay, hier irgendwo was. Hier haben wir schon zwei, eine drei gefunden. Jetzt sollten wir mal hier runter gehen.
Da hinten mal hin. Irgendwo muss hier noch ein Stock sein. Bin ich auf der anderen Seite der Brücke. Da müssen wir mal hin. Abgesperrt. Okay. Das Wasser können wir nicht. Zu klauen. Sie muss doch irgendwo. Was Stockiges sein. Pilz, aber nee, natürlich nur Pilz. Ist hier im Gebüsch kein Stock ist. Vierten Stock noch irgendwo. Hinten gab es schon drei, vielleicht finde ich hier auch noch einen vierten. Ja. Okay. Magischer Bandkreis. Normalerweise hat sich das immer von selbst aktiviert. Geguckt. Müsste doch noch irgendwo was sein. Eine Brezel. Finde ich keinen Stock mehr.
in der Natur. Reichen auch drei, ja. Haben Sie den Kannibal? Dann essen Sie erstmal was. Tja. An der Mühle, sagt er. An der Mühle. Ah, hier. Okay, hier war aber was. Vielleicht nur ein Pilz, aber... Ah, ein Stock. Vier Stücke, sehr schön. Haben wir das mal endlich. Ja super, dann können wir basteln. Ich zeig Ihnen einfach mal, wie ich das mache. Ich hab einen Plan für Sie gezeichnet. Den steck ganz besser gleich ein. Erst erklär ich Ihnen das und dann schauen Sie ihn in Ruhe an. Okay, cool, um das Notizheft zu öffnen, der Standliste. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie den Plan verstanden haben. Ich knopf. Das wird nichts. Okay, wo ist der Plan? Bauanleitung, Puppe. Rezept lernen. Okay, kann ich das jetzt oder? Wunderbar. Was Sie jetzt brauchen, ist ein Arbeitsplatz. Das Fassel hinter mir tut's bestimmt. Versuchen Sie doch mal dort eine Puppen zu basteln. Aber nicht so eine windige kleine Handpuppen, sondern einen ordentlichen Pascolini. Geben Sie mir die Puppen. Okay. So langsam düster. Wir haben eine Puppe. Um Gottes Willen. Beinahe hab ich gedacht, sie hätten beim Basteln am Pascolini da schlagen und angeschleppt. Wir warten jetzt, bis die Sonne untergeht. Dann legen wir los. In der Zwischenzeit putze ich uns nur ein paar Schwammerl. Ah ja. So, endlich ist soweit. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen nochmal unseren Plan. Wenn Sie die zwei Muhackel dann richtig fürchten, komm ich mit der Puppen aus dem Gebüsch. Unser Geheimwort ist Mama. Wenn ich das her, leg ich los. Da zieht's die zwei Hirntappigen sicher die Unterhosen aus, das sag ich Ihnen. Dann hauen die hoffentlich gleich ab. Und sie können zur Brücken gehen und das Fassel wegrollen. Und dann können's... Da! Die Frau Gschwendner, nicht Gschwendner. Das ist ganz einfach. Sie gängen auf dem Hauptweg durch den Ort. Da sehen sie das Wirtshaus gleich. Davor stehen aber Bierbänke und da brennt eigentlich immer ein Licht. Ein Wirtshaus heut. Aber sonst ja vorsichtig. Auch im Ort laufen überall die Wachen umeinander. Keine Ursache. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Was schön, Sie kennengelernt zu haben. Und bitte verzeihen Sie weder am Vater noch die Wachen, dass Sie mich gesehen haben. Sonst sind die Pascolinis mein geringstes Problem. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Auf zur Tat. Okay, die Wachen durch ein Gespräch in Panik versetzen. Liegen die Pilze immer noch da? Ja, die liegen noch dort. Werden gerostet.
Konfrontation. Und mit Swin, da gehe ich gemütlich meinen Zwegsplitz plötzlich vor ein Wand aus Räubern auf. Was Polinius sein, sie sollten umgehen fliehen. Bertel, hat der jetzt Pasqualini gesagt? Hab ich das richtig gehört? Ich mal zu nutzen, sofern es nicht neben dem Pasqualini oder. No, noch einmal. Nee, den Jungen verraten, das war mies. Ja, Spinni, woher weiß jetzt der das? Nicht, der sonst bloß am Bären aufbinden will. Das klingt genauso wie die Beschreibung auf dem Steckbrief. Der muss ihm ja begegnet sein. Wenn sie versuchen wollen, die Räuber zu stoppen, können sie hinter. Werde ich ihren Hinterbliebenen etwas ausrichten. An wen soll ich mich wenden? Ich würde mit dem ich jetzt gern verschwinden. Okay, Schwierigkeit 11. Das kann was werden. Oha. Verdammt. Ist nicht gut geklappt. Reiber? Mir? Ernst? Ich weiß nicht. Oha. Ernstl, mach mal einen Schuh. Das wird mir zu wild. Sterben mag ich halt nicht. Wo soll man hin? Die sind über euch. Da! Rechts oben und weg! Da rennen sie. Das sind die zwei Pilze auf dem Feuer. So, jetzt können wir es fast mal wegrollen. Oha. Nächsten Waffen, Waffen. Okay. Der muss abhauen. Das hat ja nicht gut geklappt. Oh Kacke, der ist gut. Ja, komm. Aber ich hatte ihn. So knapp, aber ich hatte ihn. Ladezeiten. Die Flotte haben wir hier. Ein bisschen zu Wirtshaus würde ich es auf jeden Fall nochmal schaffen hier. Mit einer Demo. Auch wenn sie länger dauert hier. Das dauert heute. Okay, ganz sneaky. Die anderen kriegen wir auch noch. Na komm. Verdammt! Jetzt kriegst du es auch los. Wo ist er hin? What the fuck? Ich glaube,
Ich habe was gesehen. Hab ich dich! Jetzt haben gleich zwei gegen uns. Das ist nicht gut. Oh, verdammt. Will ich schon wieder sterben. Verdammt! Die Wartezeiten sind zu hart. Einmal mach ich's noch, danach müssen wir wirklich. Danach muss ich mal wirklich Schluss machen. In der guten Dinge sind es drei. So sneaky. Da steht der Peter. Am besten geht das Sneaky. Lass uns an die Rand schleichen und dann von hinten. Hier geht er nach dort, oder? Da kommt er jetzt zurück. Steht doch nicht auf. Wir werden es schaffen können in der Zeit. Sobald wir uns jetzt ranschleichen, dreht er sich um. Ach Scheiße. Keiner hier. Komisch, ich bin mir sicher, dass da wer ist. Komm, geh down, geh down, geh down. Komm, dreh dich um. Ich hab hier irgendwelche Bienen. Stunden später. Komm, den haben wir. Wo ist das Wirtshaus? Schule. Okay. Schule wollen wir jetzt nicht überfallen. Auf eine Map gucken oder so. Okay. Möglicherweise das Haus hier. Sagt mir jetzt hier nicht viel. Eine Werkbank. Ist ein Bauernhof oder? Wirtshaus.
Mit einem rein hier. Ein Papier einstecken. Rätseln. Zum Wirtshaus. Dort liegt ganz still zwischen Wald und Fluss. Jede tiefe Atemzug, jedes Knirschen von Kieseln und den Schuhsäulen wirkt unnatürlich laut. Dort sind Lichter zu erkennen. Ein Haus im Inneren brennt Kerzen. Das ist das Wirtshaus. Hier muss noch jemand wach sein. Im Wirtshaus ist eine Stimme zu hören. Ein Mann spricht: Kati, dann für einen Kaffee, sonst wäre ich sicherlich wieder eingepennt. Das wär's ja, unterm Baum pennen, während der Mörder rumläuft. Am Ende hätte ich selbst im Schlaf daran glauben müssen. Okay, mal gucken, ob wir reingucken können. Ein bisschen lauschen. Okay. Versuch unauffällig den Blick durch den Blumenkasten hindurch Fenster zu erhaschen, gelingt. Oh, okay. Sieht ein Mann ein Seil an, er rückt seine Armbinde zurecht, ein Durchbindung sie auch am Wachen am Fluss. Sollte nicht mitbekommen, dass hier jemand rumschleicht. Ja, das sollten wir nicht verkacken. Man blickt weder nach rechts noch nach links. Zügigen Schritts eilt er davon. Scheint nicht mehr zu haben, aber noch ist nicht außer Sicht. Es wird besser sein, noch einen Moment abzuwarten. Schritte werden immer leiser, nur der Mond. Warum hat es geklappt? Und wirft ein wenig Licht auf den Ort. Dann natürlich plötzlich eine Frauenstimme. Und Herr Stetter, von dem Bürgermeister erzählt hat, richtig sagen Sie. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Ist ja richtig, Valentin Schmidt, mein Name. Ich nehme an, Sie sind Frau Schwendner. Tatsächlich war das gar nicht so einfach. Jetzt kommen Sie erstmal rein, bevor Sie noch einer sieht. Das wird die Burschen gewiss nicht freuen. Sie nimmt dich am Arm, zieht dich in die Gaststube und geht die Tür wieder. Bestimmt wundern Sie sich, was hier los ist, normal. Ist das ja auch nicht. Auch hier nicht. Aber seit zwei Tagen laufen alle herum wie kopflose Hühner. Nichts und nachts im Wald ist es eh gefährlich, wissen Sie. Das müsste ich alles vorlesen. Wie schauen Sie denn aus? Ein bisschen mitgenommen. Die Wirtin lässt einen Blick scheitern. Sollte wandern. Ach, was reden Sie denn? Gewiss sind Sie todmüde. Kommen Sie jetzt, zeige ich Ihnen Ihr Zimmer. Das ist gleich die Treppe rauf, zweite Tür, linke Hand, morgen früh sollten Sie dann erstmal den Bürgermeister sprechen, ich zeige es Ihnen auf der Karte. Das Zimmertor schließt sich endlich ist Ruhe, das Bett ist zwar hart, aber das macht das Kraut heute auch nicht mehr fett. Schnarch. Nacht vergeht. Die Nacht war unruhig und kurz. Von dem Wirtshaus scheint die Sonne unbeirrt. Auf diesen einen eigenartigen Ort nieder. Wie ein Nebel liegt eine angespannte Stimmung über dem Dorf. Danke fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag. Ja, das war Bayern das Spiel. Totgeschwiegen Teil 1. Die Demo. Ja. Man sieht sich, habt noch einen tollen Tag.
Bis dann und ciao.